Grüßt euch Leute und willkommen bei der 13. Folge von Lorente Goes Bad. Heute ist unser Gast Ibarbo. In der letzten Folge hat Lorente das nächste Upgrade erspielt. Ich dachte mir, ich packe mal in die Innenverteidigung jetzt Barzagli anstatt diesem Buonismo oder so. Stabile Innenverteidigung auf jeden Fall jetzt. Und es ist nicht der normale Ibarbo, der als Gast dabei ist. Es ist der transferierte Ibarbo, upgradete Ibarbo auf dem rechten Flügel mit 91 Pace, 82 Dribbling, 74 Schuss. Das sind 3 Schuss mehr, glaube ich. Ganz nice Sache, bin ich mal gespannt, wie der sich so spielt in-game. Und dann würde ich sagen, springen wir ins erste Spiel. Also Lorente hat ja in der letzten Folge das Upgrade erspielt. Dementsprechend brauchen wir jetzt noch 5 Tore zum nächsten Upgrade. Das heißt, wir fangen ganz von neu an. Der Gegner in der ersten Partie hat ein cooles Team. Er hat den transferierten Schürde bei Wolfsburg und ansonsten ein echt stabiles Team. Sieht nicht schlecht aus, da sollten wir mal 8 drauf geben. Aber unser Team wird immer besser, ne? Deswegen stehen unsere Chancen gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir wechseln den guten alten Ibarbo einfach mal auf dem linken Flügel ein. Hier Ibarbo, zack, rein damit. Ja, mal schauen, was er da so auf die Reihe bekommt. Pace hat er auf jeden Fall genug. Wow, was ein geiles Ding von Tevez. Schön mit dem Übersteiger nach hinten gezogen und dann zack, der Finesse in die lange Ecke. Da kann der Keeper nichts machen. Gold, 1-0, aber leider nicht von Lorente, ne? Alter, was war das denn jetzt für eine Aktion, dass Götze den nicht reinmacht? Schöner Pass auf Lorente. Lorente ist stark reingelaufen. Das muss es eigentlich sein. Das muss es sein. Lorente! 4 Tore zum nächsten Upgrade. Richtig schön reingeschickt. Da hat er sich abgesetzt. Und jetzt der Ententanz als Jubel. Jawohl. 15. Minute, 2-0. Das sieht doch mal richtig gut aus. Und jetzt startet wieder Lorente hier rein. Der hat Pace. Der kann mit dem Übersteiger in die Mitte ziehen, aber er holt die Ecke raus. Boah, richtig schön platt gemacht von Lorente hier. Der schießt. Und das nächste Tor. Der Gegner holt den Torwart richtig dumm raus. Der hätte ihn locker halten können. 3 Tore zum nächsten Upgrade. Wie geil ist das denn? Lorente einfach schon mal mit 2 Toren hier wieder in der ersten Halbzeit gerade mal. Richtig nice. Der Gegner geht ins Pausenmenü und der Rage Quit ist vorhanden. Ja, chillig. Spielclip aufgezeichnet, was für ein Ding, ja, was für ein Ding von Lorente. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Spiel. 3 Tore zum nächsten Upgrade. Vielleicht packen wir ja die nächsten 3 Tore in der nächsten Partie. Glaube ich wohl kaum, aber trotzdem. Ja, bis gleich dann. Der nächste Gegner, ein Team mit einer 72er Bewertung. Es ist ein komplettes Silberteam. Als Linksverteidiger hat er, glaube ich, zu Liga den geilen. Ja, und ansonsten, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, die Spieler auf jeden Fall wird, glaube ich, nicht einfach mit Handicap und irgendwie Silberspieler sind teilweise auch overpowered. Naja, mal schauen, ob es easy wird oder nicht und dann, jo, starten wir gleich in die nächste Partie. Schön reingeschickt auf Cuadrado, der mit dem McGeady-Spin in die Mitte und jetzt der Finesse-Schuss. Oh, auf der Linie hat er geklärt, krass. Jo, zur Halbzeit dominieren wir den Gegner eindeutig. Er hat 0 Schüsse, das heißt, er hat 0 Chance. Schlecht spielt er nicht, er hat gute Kombis drauf, sieht man an seinem Passspiel. Aber wenn wir so weitermachen, sollte das für uns ein sicherer Sieg werden. Was? Wofür denn die rote Karte? Okay, das war ein hartes Einsteigen. Ich trinke gerade ganz gechillt und dann sehe ich die rote Karte. Was war das denn? Ja komm, Alter, das war doch von der Seite gegrätscht. Meine Güte, jetzt muss ich gleich mal wechseln. Jetzt ist Tevez über alle Berge. Komm, quergelegt auf Lorente und... Latte! Mann. Komm, jetzt hoch reingeschickt auf Lorente. Das kann es sein, das muss es eigentlich sein. Das ist es. 3. Tor für Lorente. 2 zum nächsten Upgrade. Besser kann es in der Folge nicht laufen. Das entscheidende Tor mit Lorente. Geil. 117. Minute, das 1-0. Sieg, jawohl. Geile Sache. 2 Spiele, 2 gewonnen. 2 Spiele, 3 Tore für Lorente. 3 Tore für Lorente. Ja, besser kann es nicht laufen. Coole Sache. Dann gibt es vielleicht sogar schon in der nächsten Folge wieder das nächste Upgrade. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.